hast du, glaube ich. Mit Atomir passt das. Man soll irgendwas kriegen, wenn man das spielt. Aber die Uhrzeit ist schon vorbei. Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Gesamten Gebiets.
Ich war gerade recht neben dir ein Spieler. Ja, das ist ein Spieler. Guck mal, wenn wir zusammen geisteln. Wir brauchen unbedingt einen Wurmantrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Mein Geist springt doch mit uns. Ja, aber wenn du doch auch hin musst, ist es doch leichter, wenn wir das zu zweit machen. Deswegen, ja. Oh, jetzt hast du ihn erschossen. Das kommt davon. Du bist ein Typ, ey. Granate der Verwirrung! Doppelfaust! Guck mal, ich hab einen Würfel. Da müssen wir hin. Und wir haben einen Scout-Kettenpanzer bekommen. Den wir noch nicht tragen können. Das war Level 3. Ich sehe, ein Level-System macht einem sogar Krieg unsympathisch. Aber wir wissen alle, ne? Krieg ist voll kacke, aber der Sound ist geil. Ich bin direkt hinter dir. Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Vielleicht bist du bereit. Respawn eingeschränkt. Ah, Instanzbereich. Das heißt, Instanziert. Im Pech hat es der andere Spieler jetzt nicht bei. Achso, für den Einzelnen. Was ist dein Eindruck so bisher? Das ist gut.
hast gerade einen Archon erledigt. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Orb-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Sollen wir gleich dann Snake spielen? Ja, ja. Auf jeden Fall. Da liegt noch was. Oh, guck mal, eine coole Schulterpanzerung. Schon geil. Und wir haben einen neuen Helm bekommen. Toll, jetzt haben wir ein Sturmgewehr, jetzt kriegen wir gleich das nächste. Aber gut, man soll sich ja nicht beschweren. Jetzt können wir wenigstens das eine Ding benutzen, wenn wir mit dem Eindruck umführen. Stimmt. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Mütter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Mach's aber nicht. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Aber dafür, dass es ein Ego-Shooter-Spiel ist, sage ich jetzt mal, finde ich schon sehr geil. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Hey, was wird das? Was? Komm her! Komm, nicht um! Komm zurück! Wir gehen es gemeinsam an. Hat er jetzt gesagt, wir gehen gemeinsam ein? Wir gehen es gemeinsam an. Achso. Raumschiff der Reise!